Ich begrüße Sie herzlich in St. Leonhard. Wir haben heute das Thema die Kirche und die Fresken in diesem Kirchli. Und zwar ist das erste Gotteshaus ist um 1300 entstanden. Das zweite ist nachher 100 Jahre später, 1412, gebaut worden. Und wo ist es gebaut worden? An einer Furt am Übergang über das versumpfte Gebiet vom Rhein Richtung Fläsch und Richtung Luziensteig. Wir sehen hier den Durchgangsverkehr. Heute ist er auf der Autobahn. Damals ist er hier vorbeigegangen. Es war eine eigentliche Weggabelung. Der Hauptstrang ist natürlich von Zürich, Wallensee, Ragaz, Chur und dann nach Süden über Bündnerpässe nach Italien. Wenn wir den Kirchturm anschauen, war früher eine Sonnenuhr drauf und heute sehen wir das Wappen von Bonifaz II. Zur Gilgen, anfangs vom 18. Jahrhundert. Und wenn wir die Fenster vom Turm und vom Schiff anschauen, sehen wir beide Formen. Einerseits der romanische Rundbogen und andererseits bereits der gotische Spitzbogen. Wir gehen jetzt in die Kirche rein. Wir sind hier im Vorraum, im Vorzeichen von der St. Leonards Kirche. Die Bürgerschaft von Ragaz hat nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, den Vorraum zu einer Gedenkstätte zu machen, zur Erinnerung an die Schlacht von Ragaz. Die war 1446, oben im Dorf. Und da ist jetzt die Chronik vom Glarner Egidius Tschudi beschriftet, wie die Schlacht stattgefunden hat. Das ist jetzt in dem Vorraum dargestellt. Oben quer sehen wir den Titel «Die Schlacht bei Ragaz vom 6. März 1446 nach der Schilderung des Chronisten Egidius Tschudi». Das ist der Glarner Historiker. Und da wird alles beschrieben von dieser Schlacht. Unten rechts sehen wir, also kehrten die Eidgenossen wieder herum, herab von dem Rhein hinauf auf den Angriff. Und dann wird das beschrieben. Sie sind mit 1300 Mann aufgemarschiert von Zürich her.
Wir sehen hier das alte Malteserkreuz, weil der Abt von Pfäfers ist eben ein Kreuzritter gsi und hat sein Wappen weitergegeben an seine Untergebenen in Ragaz. Über dem Modell der Kirche sehen wir einen alten Wasserspeier. Es sind dargestellt vier Zeichen der Haustiere der damaligen Zeit. Einerseits zweimal ein Hund, einmal eine Katz und dann das Kalb oder das Rind. Die Wasserspeier müssen erneuert werden. Ein Exemplar sehen wir hier. Und ganz links davon ist der Aufgang, der Aussenaufgang hinauf zur Empore von dieser Kirche. Ich sage immer Kirche, weil es etwas mehr ist als nur eine Kapelle. Jetzt gehen wir rein in die Kirche. Hinten dran sehen wir die Empore mit einer Orgel. Es ist eine kleine Orgel, aber es hat wirklich unglaublich Pfaus und Volumen. Oder wie schätzt du das ein? Ja, die Orgel ist natürlich konzipiert für den Raum. Sie ist gebaut worden 1981 auf Initiative vom Pfarrer Bruno Kutter, weil in dieser Kapelle sind seit vielen, vielen Jahren immer viel Hochzeitsfeiern. Wir haben Ende 70er, Anfang 80er Jahre und dann noch lange haben wir manchmal an einem Samstag 2 bis 3 Hochzeiten da gehabt. Und es war einfach erforderlich gewesen, dass wir ein Rechtsinstrument da haben, zum Begleiten. Die Orgel ist gebaut worden von der Firma Felsberg und intoniert von Jean-Marie Tricoteau. Er hat auch das Konzept gemacht. Mir gefällt das Instrument, es ist sehr gut integrierbar und ich spiele also gerne drauf. Die Orgel ist super, gell? Aber ein Licht haben sie irgendwie nicht hergebracht. Das musst du selber bringen. Ja, der Orgelbauer hat das Gefühl gehabt, eine moderne elektrische Lampe passe nicht gut daher an das altehrwürdige Gehäuse. Wobei das Gehäuse ist ja neu gebaut, aber es ist im Stil von, sagen wir mal, von Renaissance oder Barock. Wie geht denn das? Hast du die kleinen Pfeifen im Vergleich zu anderen Orgeln, die viel grössere Pfeifen haben und gleich das Volumen? Ist da etwas ein Geheimnis dahinter? Ja, Geheimnis ist es immer. Der Orgelbau ist immer ein Geheimnis. Und das ist das Geheimnis vom Orgelbauer selber, vom Intonateur natürlich auch, dass er das Instrument so intoniert, das heisst, der Klang so gibt, das ist eigentlich die Seele vom Instrument, dass es gut in den Raum passt. Und in dem Raum da haben wir ja den sogenannten goldenen Schnitt. Aha. Und das ist ein Verhältnis von Raum, Breite, Höhe und vielleicht auch die Länge, wo sehr gut ist. Du bist ein Musiker, gell? Du bist Musiklehrer, du hast natürlich immer wieder gespielt. Es braucht schon enorm Übung, gell, um so eine Orgel zu beherrschen. Du spielst auf ganz verschiedenen Orgeln. Wenn ich Padre Gazzo, als Pfeifer so, Entschuldigung, sehe, das ist eine ganz schwierige Sache mit den Registern. Das ist jetzt so ein bisschen einfacher, oder gibt es da grosse Unterschiede? Ja, es ist einfacher, weil sie hat an sich nicht viele Register, braucht ja nicht viel da, dem Raum. Sie hat 4 Register auf dem Hauptwerk und 3 auf dem Nebenwerk und im Pedal 1 Register. Und wenn man die kombiniert, muss man halt einfach ein bisschen ausprobieren, wie das am besten tönt. Also seit 2010 bin ich dort Mesmerin in der St. Leonhards Kapelle. Dann wäre es das 8 Jahre, he? Ja, es sind jetzt 8 Jahre. Genau. Was bedeutet dir die Kapelle? Ich finde die Kapelle wunderschön. Ist für gewisse Leute hier im Dorf hat sie eine gewisse Energie. Und kommen die Leute kommen gerne in St. Leonhard Kapelle zum ein bisschen runterfahren, Energie tanken und sich ein bisschen erholen. Man hört es ganz leicht in deinem Dialekt, gell? Du kommst von Niederösterreich, also man kennt wahrscheinlich St. Pölten, Bischof Krenn und so weiter. Bist du selber ein gläubiger Mensch? Ja, ich bin ein gläubiger Mensch, das bin ich. Das heisst, du gehst auch wirklich nicht einfach nur in deinen Ruf als Messer mit daher, sondern auch selber sehr gerne? Ja, also ich mache es auch gerne mit Herz und Seele und ich bin auch wirklich gerne in der Kirche, das ist ja so. Und wenn der Ludwig spielt, gell, dann geht einem das Herz gerade nochmal auf? Ja, sicher. Ganz schön macht der Ludwig das.
der Künstler von diesen Fresken und seine Malergesellen sind unbekannt. Das sind Wandermaler gewesen. Man kennt die Spuren von Süddeutschland über Ragaz bis in der Surselva haben wir Waltensburg und im Oberengadin haben wir im Eingang ins Vextal die ähnliche Künstlermalereien, unten dran in Lawin. Und diese Etappe können wir vorstellen bis runter nach Süddeutschland. Der Spender oder der Stifter von diesen Fresken ist vermutlich der Friedrich von Reitnau gsi. Wir sehen hier sein Wappen. Was wir ebenfalls sehen, sind hier die Kritzeleien. Und das sind nichts anderes als Bitt- oder Dankzeichen der Wallfahrer, die hier vorbeikommen sind. Man sieht ähnliche Kritzeleien auch noch sogar in den Fresken inne. Nun muss ich natürlich sagen, dass genau diese Zeichen ein Beweis sind, dass das eine kleine Wallfahrtskirche war. Die Leute sind hier vorbeigekommen auf ihrem Weg von Norden nach Süden. Ich erinnere an das Konzil von Konstanz und weiter den Weg nach Chur, nach Curia. Jetzt gehen wir weiter in den Chorraum und schauen die Fresken. Fresken heisst ja, sie sind gemalt worden, al fresco. Und das heisst nichts anderes als aufs feuchte Verputz sind da die Wahrheiten aus der Bibel, aus dem Neuen Testament vor allem, dargestellt. Es sind sogenannte Bildpredigten. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Leute im Spätmittelalter weder lesen noch haben sie schreiben können. Also haben wir ihnen müssen die Wahrheiten darstellen in Form von Bildern. In der Mitte fange ich an mit einer ganz kleinen Schilderung von einer solchen Bildergeschichte. Rechts und links vom Chorfenster, das zeigt übrigens die Taten des heiligen Leonhard, dem ja die ganze Kapelle gewidmet ist. Links sehen wir da die 1, 2, 3, 4, 5 klugen Jungfrauen, die Gefäße der törichten Jungfrauen auf der rechten Seite, die schauen nach oben. Und die Mahnung ist, wir sollen genug Öl mitnehmen und wachsam bleiben. Im Matthäus-Evangelium heisst es, die Tür der kleinen Burg, zoberst oben in der Spitze, ist offen für die klugen und wachsamen Menschen mit ihren Werken der Nächstenliebe. Was sind das? Nichts anderes als Nachbarhilfe, Pflege an den Alten und an den Kranken, Menschen. Das Tor jedoch bleibt geschlossen für diejenigen, die sich nicht bemühen, mitzufeiern und ihre ausgelöschten Lampen auf die Erde richten, weil sie mit leeren Händen daherkommen. Die Schilderung zeigt einmal mehr eine kleine Geschichte. Und die Geschichten sollen auch für uns, für die Wallfahrer, für uns Menschen, die heute ein Gesprächsthema sein. Im späten Mittelalter hat es viele Krankheiten an Tieren und Menschen gegeben. Darum haben die Menschen auch Zuflucht gefunden bei sogenannten Nothelfer, Helfer in der Not. Und einer von diesen Nothelfer ist natürlich der heilige Leonhard war ein Einsiedler und Abt aus Frankreich, Zentralfrankreich, aus Limoges. Er hat im 6. Jahrhundert gelebt, war der Patron der Gefangenen und Kranken und vor allem in Pestzeiten ist er über ganz Europa
bekannt worden und da ist er jetzt dargestellt als Mönch. In der linken Hand hat er eine Kette, das ist nichts anderes als sein Emblem, sein Insignium, sein Zeichen für seine Tätigkeit an den Gefangenen und an den kranken Menschen. In seiner Umgebung ist immer auch die Mutter Gottes, die spielt eine grosse Rolle. Ora, Mater Misericordia pro nobis. Wir kommen zur ersten Bildreihe. Und die erste Bildreihe zeigt natürlich weitere, unten dran, Nothelfer in unserer Gegend. Ich erinnere an Felix und Regula, Schutzpatron von Zürich. Ich erinnere an heiligen Sebastian, durchdrängt durch Pfeile ist er bedrängt worden. Ich erinnere auch an Barbara mit dem Kelch und Turm. Barbara kennen wir bei uns als Schutzheilige von den Tunnelbauern und von den Mineuren. Dargestellt ist auch Margareta mit dem Drachen, Katharina mit dem zerbrochenen Rad, das war das Martyriumsrad. Und vielleicht kennt ihr sogar noch den Vierzeiler. Margareta mit dem Wurm, das war der Drache. Barbara mit dem Turm. Katharina mit dem Radl. Das sind die heiligen drei Madel. Gehen wir eine Stufe höher. Zweite Etage. In der zweiten Ebene dieser Bildergeschichte ist dargestellt das Leben Jesu. Und zwar von der Geburt über den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland mit ihren Gaben. Die Könige haben Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt. Nachher sind sie, nach der Geburt in Bethlehem, sind sie bedrängt worden vom Kindlifresser, vom Herodes, und mussten flüchten nach Ägypten. Wir sehen auch den Einzug in Jerusalem am Palmsonntag, Richtung Karfreitag, zum Martyrium. Wir gehen zur dritten Stufe, zum dritten Bilderzyklus von der Arkade von einer mittelalterlichen Burg. Schauen die 12 Apostel mit ihren Insignien auf das Geschehen in dem Altarraum ab. Die Farben sind ja relativ hell, sie sind leicht violett und links und rechts von den Fenstern sehen wir die beiden Hauptapostel, Petrus mit dem Schlüssel, Paulus mit dem Schwert. Wir sehen aber auch die anderen Apostel, zum Beispiel der Jakobus mit der Muschel. Der Jakobus ist heute noch bekannt mit der Wallfahrt damals nach Santiago und heute natürlich ebenfalls durch die Jakobspilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Wir kommen bereits zur vierten und letzte Ebene. Und da gibt es eine ganze Vielfalt. Zoberst oben in der Mitte ist der Kopf von Jesus. In der Kirche von der Ostgegend ist es meistens der Gottvater, der Pantokrator gewesen. Und da ist es nichts anderes als ein liebliches, jugendliches Gesicht von Christus selber. Drumherum sehen wir Figuren vom Alten Testament, Figuren vom Neuen Testament und vor allem die vier Evangelisten. Wir kennen den Matthäus mit dem Engel oder mit dem Mensch. Wir sehen den Markus mit dem Leu. Ich erinnere an Venedig mit dem Markusplatz, den Johannes mit dem Adler und den Lukas mit dem Stier. Uns zugewendet, auch alles im obersten Bereich, ist natürlich Mutter Gottes.
die Schutzpatronin der Kirche als Ganzes, speziell aber verehrt bei den Benediktinern, bete und arbeite. Hey, der Ganzspruch aber heißt: höre, bete und arbeite. Audi, ora et labora. Die tun musizierende Engel, umrahmen, die singen mit ihren Instrumenten von der damaligen Zeit zur Freude für uns Menschen. So weit die Fresken im Chor von dieser Kirche. Auf der rechten Seite, auf der Südseite, sehen wir hier einen Balken. Der ist noch dargestellt. Jede Kirche darf sich selber restaurieren. Und der Balken zeigt nichts anderes, als dass die Empore einmal bis da vorne war. Weil so viele Leute hatten, die besucht haben, ist fast zweistöckig, sind die Gottesdienste besucht gewesen. Wir sehen hier im Chorraum den Tabernakel von Rudolf Brehm von Luzern und einmal mehr Christus, der gute Hirt, eine Bronzefigur, umrahmt von den Schafen. Wir sind ja die Lämmer. Was ich auch noch zeigen will, im Chorbogen, ist das Wappen vom Abt Bonifaz II. Von Favaria. Favaria heißt der Buchenwald von Pfäfers im Jahr 1721. Und die vier Buchstaben Sancti Romani Imperii Pontifex Dominus. Was heißt denn das? Der Abt Bonifaz II. Ist Fürst ab, Pontifex Dominus, der Herr, als Brückenbauer des Heiligen Römischen Reiches. Ist im Wappen gesehen, also zuoberst natürlich der kindliche Kopf mit der Mitra als Zeichen der Weisheit und dann links oben rechts unten die Taube, das Pfäferser Wappen. Und rechts oben und links unten je drei Lilien aus dem
Bonifaz zur Gilgen Wappen. Gilgen, das sind die Linien. Später ist es still geworden um St. Leonhard. Es ist sogar wegen der dicken Mauern verwendet worden als Pulverraum und als Abstellraum. Das war nicht mehr so bekannt gewesen. Und dann, ja, fragen wir uns natürlich, was ist heute, wem gehört heute die Kirche? Die Kirche ist von Pfäfers übergegangen, zuerst an die Ortsgemeinde, die Bürgergemeinde, und dann von denen in neuerer Zeit, im letzten Jahrhundert, an die Kirchgemeinde von Bad Ragaz. Dahinten dran das Bürgerheim, ebenfalls ein Bau des Klosters, ist übergegangen an die politische Gemeinde und heute ist es Privatbesitz, Eigentum der Bewohner. Die Kirche wird heute noch benutzt an hohen Festtagen, Weihnacht, Ostern, Pfingsten. Sie wird benutzt als Hochzeitskirche und hier und da für ein festliches Konzert. Meine Lieben, das ist und das war St. Leonhard. In der Chronik heißt es im Bachère, weit draußen vom Dorf Ragaz.